Es ist mittlerweile Jahre, man könnte schon sagen Jahrzehnte her, als wir zuletzt einen World War II Shooter am Start hatten, der Ähnlichkeiten zu dem besitzt, was ich euch heute vorstellen werde. Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lost und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich für euch das neue, announced Kickstarter Game Battalion 1944 am Start. Dabei handelt es sich um einen zweiten Weltkriegsshooter, wie wir sie, wie bereits angemerkt, vor Jahren oder Jahrzehnten am Start hatten. Und zwar ist hierbei gerade der Vergleich zu Call of Duty, Call of Duty 2, Medal of Honor oder auch so Sachen wie Enemy Territory, falls ihr das da draußen noch kennt. Das waren noch richtig coole World War II Games, wo es einfach nur darauf ankommt, was für eine Spielart ihr auf dem Kasten hattet und wie gut euer Skill im Rahmen von Aiming und Abdrücken war. Das englische Studio Bulkhead Interactives hat sich zur Aufgabe gemacht, so ein Game wieder in die Neuzeit zu transportieren, denn wie gesagt, haben wir aktuell nicht wirklich einen Shooter, der gerade mit dem Zweiten Weltkriegs-Setting so am Start ist, wie man das vielleicht aus seiner Jugend kennt, gerade wenn jetzt ein paar Ältere dazu schauen. Ich meine, ich zähle mich mit 29 zwar selber auch noch nicht so ganz dazu, aber ich bin einfach diese Generation, die damals die Games wie Call of Duty, Medal of Honor und eben auch gerade Enemy Territory oder Day of Defeat, wenn wir das Zweite Weltkriegs-Setting mal mit dabei haben möchten, einfach gespielt hat und auch diese Erinnerungen und diese Leidenschaft da gerne mitbringt, wenn es wieder in diese Richtung geht. Bei Battalion 1944 soll es sich um einen reinen Infanterie-Shooter handeln, dabei wohl mit einer maximalen Serverkapazität von 16 Spielern, also 8 gegen 8, und das soll wenig Schnickschnack am Start sein, also keine Unlocks oder sonstiges, wie wir uns vielleicht aus Call of Duty kennen, um die ultra krassen Killstreaks zu reißen, sondern es soll auf den ganz normalen Skill ankommen. Das heißt, wie ihr jetzt als Lonely Wolf oder im Team zusammen spielt und wie ihr einfach eure Waffen beherrscht und hierbei natürlich Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Ganze läuft auf der Unreal 4 Engine und soll zusätzlich auch noch DirectX 12 Unterstützung mit am Start haben. Und man sieht das auch im Gameplay hinten, die Grafik ist schon richtig Bombe. Und sie haben sich hierbei auch noch den Vorteil verschafft, dass sie Zugang zu einem Motion Capture Studio hatten und hierbei einfach die ganzen Bewegungen der Soldaten so realistisch wie möglich gestalten konnten, um zwar ein Spielsystem, was schon, wie gesagt, Jahrzehnte bekannt ist, neu auf den Markt zu bringen, aber doch mit Änderungen, die sich einfach in der heutigen Zeit, im Jahre 2016, sehen lassen kann und wahrscheinlich auch den ein oder anderen neuen Gamer da draußen, wenn wir uns das mal alterstechnisch anschauen, anfixen und auch für das Spiel gewinnen können. Authentizität ist den Entwicklern von Battalion 1944 wirklich wichtig. Daher haben sie jegliche Schauplätze, die im Spiel vorkommen werden, auch vor Ort besucht. Sei es die Steilküste von der Normandie oder diverse Städte in Frankreich oder auch in den Ardennen, um dieses Feeling und den Detailgrad einfach auch ins Spiel und im Rahmen der Unreal 4 Engine transportieren zu können, um einfach dieses Spiel grafisch auf ein neues Level zu heben. So würde es sich also um einen reinen Infanterie-Shooter mit Basic-Sachen handeln. Das bedeutet Modi wie Team Deathmatch, Capture the Flag oder auch Objective-basierte Sachen, wo es wirklich nur darum geht, im Team entweder die Flagge zu holen oder die Gegner über den Haufen zu schießen und dabei rein euren Waffenskill zu nutzen, was mir persönlich sehr entgegenkommt. Also ein mehr oder weniger Competitive Shooter. Und Competitive ist auch ein großer Bestandteil des Games, denn es gibt dort den sogenannten Battle Rank. Beim Battle Rank handelt es sich um ein Ranking-System, in dem ihr teilhaben könnt. Denn im Spiel werden immer wieder kleine Challenges oder auch größere Challenges live gestartet und ihr habt dort die Möglichkeit, mit eurem Battalion, das ihr erstellen oder einem auch beitreten könnt, dort einfach diverse Rewards, also Errungenschaften und XP abzustauben, um damit euren Charakter anzupassen. Diese Anpassungen werden dabei jedoch rein kosmetischer Art sein, also keine, wie bereits angemerkt, Killstreaks oder Upgrades à la Call of Duty, sondern so könnt ihr zum Beispiel euer Outfit anpassen oder zum Beispiel euren Namen in Waffen eingravieren, so wie es einfach damals im Zweiten Weltkrieg viele auch gemacht haben, und das sind kleine Extras, die ihr dort erspielen könnt. Zu den Battalions ist noch zu sagen, dass es sich mehr oder weniger dort um Kampfgruppen handelt. Ein Battalion oder zu Deutsch Bataillon ist so gesehen ein übergeordneter Begriff für eine Gruppe von Spielern. Innerhalb dieses Bataillons habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel mit euren 3 oder 4 anderen Freunden ein Platoon zu gründen und innerhalb dieses Bataillons zu agieren. So habt ihr also diese Herausforderung, wo ein Bataillon gegen ein Bataillon spielt und somit um den besten Rang kämpft, gleichzeitig aber auch innerhalb des Bataillons mehrere
Platoons erstellt werden können, die ebenfalls um XP und Errungenschaften bei der jeweiligen Herausforderung spielen und da einfach auch abstauben können. Das bedeutet, dass ihr so gesehen, sei es jetzt als Lonely Wolf oder als Team, immer im Wettstreit, automatisch im Wettstreit mit anderen Platoons innerhalb eures Bataillons oder übergreifend einfach anderen Bataillons im Kampf seid und dort versucht natürlich am besten abzuschneiden, um schlussendlich Erfahrungspunkte oder Errungenschaften abzustauben. Im Rahmen dieses Spielstils wurde auch darauf geachtet, dass einfach das Spiel an sich entsprechend problemlos läuft. Zum einen gehört dabei ein wirklich guter Server-Hoster, mit dem man zusammenarbeitet, dazu, um einfach die Tickraten und die Hit-Detection, wie wir es auch aus bereits aktuellen Spielen kennen, wo es nicht ganz so gut ist, einfach dort richtig in den Griff zu bekommen und auch Anti-Cheat-Systeme zu installieren, damit wir da draußen auf jeden Fall den vollen Spielspaß haben können. Zudem soll das Game auch LAN-Support haben und das muss man wirklich nochmal betonen, denn in der heutigen Zeit hört man das nicht mehr allzu oft, gerade bei Shootern. Das Game kann im LAN-Modus wohl gespielt werden und da bin ich mal gespannt, ob ich meinen Arsch, wenn das rauskommt, vielleicht auch wieder auf die ein oder andere LAN bewegen kann. Für mich birgt das Game große Hoffnungen. Auf der einen Seite ist es ein World War II Shooter und wir haben ja vor kurzem über den Release von Battlefield 2016 geredet, mit der Anmerkung, dass ich mir persönlich ja einen World War II Remake sozusagen wirklich stark wünschen würde und vielleicht, wenn es nicht so sein sollte, mit diesem Spiel, mit Battalion 1944, da eine kleine Alternative bekomme, auch wenn es rein Infantry Gameplay ist, aber das kann auf jeden Fall trotzdem Spaß machen, denn das haben die ganzen Vertreter, die eben vor Jahrzehnten schon am Start waren, auch bewiesen. Das Game ist momentan noch in der Kickstarter-Kampagne, hat sein Finanzierungsziel allerdings schon weit übertroffen. Ihr könnt allerdings das Projekt noch unterstützen. Der Link zur Kickstarter-Kampagne findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und jetzt möchte ich eure Meinung dazu einfach mal wissen. Was haltet ihr von dem Game? Habt ihr euch schon informiert? Seid ihr scharf auf so eine Art von Shooter? Schreibt es unten in die Kommentare und eure Erfahrungen dazu, mit welchem Shooter in dieser Machart ihr vielleicht schon zu tun gehabt hattet. Und wie immer freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder nach unten, wenn euch das Video gefallen oder eben nicht gefallen hat. In diesem Sinne kann ich nur sagen, behaltet euer Ziel immer im Auge. Ich bin erstmal raus. Euer Lost.